Willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword, meine lieben Leute, Freunde. Ja, im letzten Part, haben wir uns erst ein paar Sachen gekauft fürs Mitnehmen und so und haben danach das Erdland hier betreten und hier sind wir nun. Und dann kam irgendwas mit diesem Wal oder Fisch oder was das war, dieses schwarze Monster mit diesen fetten langen Zähnen da und diesen Stein da, und ja, wir haben unseren Himmelsschraub drauf gelenkt, jetzt ist alles wieder friedlich und jetzt pustet hier man irgendwie Luft, jetzt pustet jemand hier irgendwie Luft aus dem Boden. Und oh nein, oh gut. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall, wir können jetzt eigentlich wieder nach oben. Ohne große Probleme. Hoffe ich. Yay! Geht doch. Wir können also wieder ohne Probleme nach oben. Ach, das habe ich ja mal wieder toll hingekriegt. Naja, wir laufen auf jeden Fall wieder zurück zu diesem, zu dieses Tor da, was im letzten Part noch versiegelt war. Und gucken mal, was da so drin uns erwartet. Link! Renn! Oh, es ist immer noch versiegelt. Scheiße. Oh, jetzt nicht mehr. Haha. Wow. Licht, Wie, da hinten ist Zelda oder was? Da hinten ist Zelda. Okay. Zelda, bist du das? Niemals ist das Zelda! Niemals! Sieh an! Der Auserwählte, der das Wolkenmeer durchquert hat und von Himmel gestiegen ist. Wie heißt du? Link. Link? Gut, Link also. Du beherrschst den Himmelsstrahl, jene heilige Kraft, die durch das Emporstrecken des Schwertes gen Himmel beschworen wird. Ja, du scheinst des Schwertes der Göttin für wahr würdig zu sein. Ich sitze hier seit ewiger Zeit und habe auf dich gewartet. Den Wegbereiter des Schicksals. Ist klar, du sitzt da seit ewiger Zeit. Dein Arsch muss aber auch irgendwann mal wehtun, ne? Das hier ist der uralte Tempel des Siegels, der von den Göttern selbst erschaffen wurde. Dein Kommen wurde vor sehr, sehr langer Zeit vorbestimmt. Das Mädchen, das du suchst, ist erst vor kurzem vom Licht umhüllt in diesen Tempel erschienen. Es ist Schicksal. Aber ihre Ankunft in Erdland entsprach nicht der Prophezeiung. Es scheint gerade so, als wolle eine böse Macht euer beide Bestimmung beeinflussen. Link, machst du dir Sorgen um sie? Dann müssen wir jetzt handeln. Großes ist euch beiden vorbestimmt. Um ihre Bestimmung zu erkennen, ging sie in den Wald von Firewall. Du musst ihr folgen. Sieh auf deiner Karte. Okay, okay, okay. Ich habe dir auf der Karte den Weg zum Wald vom Firewall mit einem X markiert. Aber es ist gefährlich, bla bla bla. Mein Gott, ich kenne die, ich weiß, wie man die Karte hier, Dings da, wie man die öffnet. Oh, ne, okay, das weiß ich, okay, das habe ich gerade ein bisschen vergessen. Oh, wenn du auf der Karte ein, was? Ein
Liege, ach, nein! Oh, Mann! Ach ja, ja, genau das war das. Genau das war mein Problem. Ich kommt davon, wenn ich nicht lese, ey. Das kommt davon. Du kannst es von hier aus zwar nicht sehen, aber das Siegellicht leuchtet dir nun den Weg. Wenn du das Siegellicht nicht mehr brauchst, zeige auf der Karte drauf und drücke erneut C, um es zu entfernen. Jetzt musst du nicht mehr fürchten, dich zu verlaufen. Geh nun in den Wald von Falmon und finde die heilige Maid. Finde Zelda. Nimm den Inhalt der Schatztruhe in diesen Raum an dich. Er wird dir auf deiner Reise nützlich sein. Okay. Ich öffne mit meinen langen Haaren von der Luft aus die Tür. Der Weg durch diese Tür führt dich direkt zum Wald. Sei vorsichtig. Okay. Es wird mit Sicherheit bald alles klar werden. Schreite ohne Furcht voran, Link. Okay, dann tun wir das mal. Aber erst gucken wir uns mal um. Ist dort eine Fee? Nein, nein, nein. Oh. Scheiße aber auch. Okay, ich habe ja auch nur eine Flasche. Hätte mir sowieso nichts gebracht. So. Ein Rubin. 5 Rubine. Rubin. Ist mir doch egal, wie die heißen. Ich nenne die so, wie ich es für richtig halte. Nein. So, welche Truhe? So, die Truhe. Du hast den Wundertrank erhalten. Dieser mysteriöse Trank stellt deine Schildanzeige komplett wieder her und füllt außerdem 4 Herzen auf. Wow! Leute, aber nicht jetzt hier denken, meine Güte, ist der so dumm, er fragt ja ständig, wo was ist. Nein, ich kenne das Spiel und auswendig. Ich will es einfach nur versuchen, ein bisschen spannend zu machen für Leute, die das Spiel noch nicht kennen und so. Nicht wahr? Das hier ist also der Wald. Ne, der Anfang vom Wald vom Falcon. Okay, noch nicht wirklich. Hey Leute, hört ihr das? Da schreien irgendwelche Leute herum. Was zum... Algeron! Ihr fiesen Biester! Lasst mich in Ruhe! Hey! Hey, ihr kleinen komischen Dinger hier! Entschuldigung! Das war nicht meine Absicht! Das war mit voller Absicht! Oh! Komm, ihr wollt ein paar aufs Maul, könnt ihr haben! Du auch! Danke für deine Hilfe. Wo kommen diese roten Kerle her? Früher haben sie sich in diesem Wald jedenfalls nicht rumgetrieben. Und so einen wie dich sehe ich heute schon zum zweiten Mal. Was ist das nur für ein Tag? Naja, als Dank für deine Hilfe erzähle ich dir etwas Interessantes. Ich studiere hier in diesem Wald. Die Geschichte des alten Altertums darf ich mich vorstellen. Ich bin Magugo Algorode. Den alten Schriften zufolge liegt irgendwo in den Wolken die Insel der Götten. Die alten Statuen dienten angeblich einst dazu, zu dieser Insel der Götten in den Himmel aufzusteigen und von dort wieder zurückzukehren. Wenn du eine davon findest, solltest du sie auf jeden Fall untersuchen, da dir die Statuen als Anhaltspunkte dienen. Das ist wirklich praktisch. Und diese Statue hier hat angeblich die besondere Kraft, all die anderen Statuen, die es hier gibt, zu erwecken. Es mag wie ein Märchen klingen, aber ich glaube daran.
Wie könnte man sonst den Umstand erklären, dass sie überall in dieser Welt verstreut herumstehen? Langweile ich dich mit meinen Geschichtserzählungen oder willst du mehr hören? Jetzt nicht. In Ordnung, den Rest erzähle ich dir dann ein anderes Mal. What the? Oh! Was hast du da getan? Das ist ja unglaublich! Die Scharte hat geleuchtet, als du dich ihr genähert hast. Du bist wirklich einmalig! Ja, guck mal, ich kann sogar noch mehr. Ich kann sogar speichern. Speichern erfolgreich. Heiliger Kiesel. Was hast du da getan? Die Statue, sie leuchtet. Woher wusstest du, wie man das macht? Tja, ich weiß halt alles. Oh, Leute, sorry für den Cut, meine Eltern sind gerade in mein Zimmer reingeplatzt und sagen hier, ey, was machst du hier gerade, ne, und so, tut mir leid, haben ein bisschen die Aufnahme versaut, aber, ja, das werde ich rausschneiden, auf jeden Fall, ja, wir, schreiten weiter voran, ja, gespeichert habe ich schon, ja. Ja, lassen wir uns nicht dran stören. Wir zocken einfach weiter. So. Und das ist diese eine... Dieses... Nein, pfui. Ach, das ist diese eine komische Lichtsäule, die wir vorhin mit unseren Fingern beschworen haben. Und ja, wir schreiten weiter in den Wald von Firon. Gebieter, wir sind in den Wald von Firon angekommen. Ehrlich? Wald von Firon. Um diesen riesigen Baum herum gedeiht ein prächtiges Land. Alle möglichen Lebewesen hier haben hier ihr Zuhause gefunden. Und ein neues Gebiet aufgedeckt. Yay! Okay. Ich fühle, dass auch Zelda sich irgendwo hier aufhält. Ich schlage vor, sie mit der Aurasuche aufzuspüren. Okay, dann tun wir das mal. Mit der Aurasuche gucken wir, wo Zelda ist. Und sie ist irgendwo dort hinten. Erstmal nochmal speichern. Immer wieder speichern. Speichern ist nämlich schön. Und wir machen einen auf Tarzan und schwingen rüber. Ups, ich habe ein Tier getötet. Nein, es tut mir leid. Naja. Hey, was denn da los? Hey, keine Schlägerei hier. Boah, jetzt wollen sie alle auf mich hier, was? Bam! Nein, 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 scheiß! Oh, Mann! Okay, du wolltest das wohl nicht anders, was? Du hast einen goldenen Schmuckschädel erhalten. Ein wirklich sehr seltsames Schmuckstück. Sein goldener Glanz wirkt seltsam. Okay. Okay. Wer bist du denn? Was? Warum ist plötzlich alles so ruhig? Ich bitte dich, verschone meine Wege.
Wenigkeit, bitte! Hey, ich tu dir doch gar nichts! Hey! Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Schon wieder. Ich spüre eine vertraute Aura. Wirklich? So ist es, Gebieter. Ich fühle den Stamm der Kyu. Der Kyu, ich kann das nicht aussprechen. Der lebenswerten Bewohner dieses Waldes. Sie sind klug und wissen vielleicht etwas, aber Zelda scheint nicht hier zu sein. Ich weiß nicht genau, weshalb ich ihre Aura spüre. Ich empfehle daher, mit der Kyu zu sprechen. Okay, das tun wir mal. Das tun wir doch mal. Ich verliere nie die Puste. Yay! Da ist es ja. Hey, ich tu doch gar nichts. Naja, egal. Leute, ich würde sagen, ich beende heute wieder den Part. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Ja, hinterlasst mir Kritik und so. Wenn es euch gefällt, könnt ihr den Daumen nach oben geben. Wenn nicht, habe ich Pech gehabt, wie immer. Ja, und bis zum nächsten Part bei The Legend of Zelda Skyward Sword. Ciao!